Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu MXGP 2019. Es geht weiter in der Saison. Ja, Grand Prix 12 von 18. Sehr schön. Da sind wir schon ganz schön am Start. So, zweites Rennen. Schon wieder ein paar Tage her, leider. Mal schauen, ob man noch... Ah, ernsthaft. Moment, Joypad. Immer wieder Probleme mit dem Joypad hier, mit der Verbindung. Da muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Ah, geht schon wieder. Perfekt. So, aber ich starte auf ganz außen, genau. Yes, 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 sehr gut. Ein Holy Moly von außen werden wir nicht erreichen, aber wir sind gut am Start, jawohl. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das erste Rennen ausgegangen ist. Waren wir da stark oder? Ich glaube, da waren wir sogar ganz gut unterwegs, oder? Ja, die Nummer haben wir hinten geändert, die ist jetzt gelb, wunderbar. Sieht man schön, alter Schwede, unser erster Sturz nach einem... Aber gut, ich bin auch voll reingefahren, ich habe dann noch reagiert kurz, wir haben gesehen, ich schneide hier voll rüber, dann reagiere ich jetzt, jetzt! Aber eigentlich schon zu spät und ja, okay. Unser allererster Sturz nach einem Zusammenstoß, aber das ist dann wirklich krass gewesen. So, mir fehlt natürlich ein bisschen jetzt das Feingefühl... Weil ich wieder ein paar Tage nicht gefahren bin, aber noch ein, zwei Runden wird es schon wieder gehen gleich. Aber da sind wir schon wieder fast im Ziel. Ja, schaut doch gerne bei mir beim WRC 8 vorbei. Das ist vielleicht am ersten noch was für die Motocross-Freunde, sage ich mal. Da habe ich jetzt gerade heute auch, am heutigen Aufnahmetag hier vom Video, einen Livestream gemacht von der Argentinien-Rallye zum Beispiel. Das könnte vielleicht was sein für euch. Noch am ersten, sage ich mal. Oder seid ihr dann eher noch, wenn überhaupt, bei der MotoGP? Ich weiß es gar nicht. Wenn ihr überhaupt was anderes noch schaut. Wird sich ein paar Leute geben, die zum Beispiel nur Motocross verrückt sind, sage ich mal, in dem Sinne. Und das andere irgendwie auch null interessiert. Das kann auch sein. Keine Frage. Aber ein paar wird sich auch geben, die auch ein bisschen bei anderen Sachen noch reinschauen. Ja gut, ich glaube, wir haben den ersten Lauf gewonnen. Kann das sein? Ich glaube schon. Haben wir gesagt, haben wir waren wir dann doch, hier waren wir dann doch eine Spur schneller. Dabei haben wir noch gar nicht so das krasse Motorrad. Und ich hoffe nur inständig, dass wir nach der Saison irgendwie in die MX-Klasse aufsteigen können. So viel Spaß die MX2 auch macht. Wollen wir doch trotzdem in die MXGP aufsteigen. In die Königsklasse. Geh das Mikro mal kurz ein bisschen weg. Ja, da habe ich gerade alles nachjustiert. Sorry, Freunde. So, jetzt war wieder ernst. Mikro ein bisschen runtergegeben. Ich hoffe, es ist okay. Es war nicht zu nah am Mund. Das ist hier mit dem neuen jetzt, der neuen Headset ein bisschen tricky, nur zur Info sollte es da irgendwas nicht gepasst haben, aber ich glaube, es war alles okay.
Ja, da haben wir schon wieder einen ordentlichen Vorsprung herausgefahren. Ja, okay. Dann nehmen wir den halt mit, wenn du da innen unbedingt sagst, ich muss nochmal spawnen. Aber ich glaube, auf der Strecke haben wir auch mit unserem Folgenteam, mit dem Fly Racing, glaube ich, hat es geheißen, gewonnen. Weil so viel schneller ist das Motorrad jetzt nicht. So, zwei Runden noch, genau, unsere üblichen vier Runden eigentlich. Ja, und im X hier auch aktuell mein einziges Spiel in 4K. Wäre jetzt bei mir selber nicht das Problem, aber YouTube braucht leider bei 4K so extrem lange zum Verarbeiten. Das ist schade, ja. Deswegen habe ich die anderen Videos alle nur 1440. Aber das mache ich eben auch auf 10 Minuten, dass wir hier das Ganze auf 4K machen können, weil in 10 Minuten geht es dann halbwegs mit dem Verarbeiten. Da kriegt sogar YouTube hin halbwegs. So, jetzt ein bisschen drüber, nicht mit dem Quali, da sind wir auf 12 Minuten. Aber überschaubar. Jo, letzte Runde haben wir mittlerweile auch schon. Ihr merkt es gerade, heute rede ich gar nicht so viel. Genau, falls ihr doch MotoGP auch anschaut, weil ich das vorher schon angeschaut habt oder danach, dann werdet ihr es schon gemerkt haben. Weiß Mikro hat sich wieder auf 70% runter geregelt. Jetzt hier sollte der Pass wieder eingestellt, nur als Info. Bei MotoGP werden Rennen, bin ich da etwas schwieriger zum Verstehen. Ich glaube, es geht noch einigermaßen, aber man merkt, dass das Mikro auf 70% war. Das nur als kleine Info, falls ihr da auch noch reinschaut, dass es gleich Bescheid wisst, das Rennen in Assen war das. Aber jetzt sollte das Problem hoffentlich im Griff sein. Ich sollte das Problem im Griff haben. So, hier soll es eigentlich eh passen mittlerweile schon. Jawohl. Achso, naja, egal. Spielt keine Rolle mehr. Ja, aber eins kann ich nur sagen, also das Spiel schaut wirklich top aus hier auf 4K, das kann man nicht oft genug sagen. Für alle vielleicht auch, die vielleicht neu dazugekommen sind. Ja, also 4K-Monitor habt ihr am PC, natürlich spiele ich das Ganze am PC. Das auf jeden Fall, weil auf der PlayStation wie es mehr, da gibt es keine richtige 4K am Start. Nur seine abgespeckte Variante. Aber hier am PC habe ich das richtige 4K, das kann ich nur jedem empfehlen. So, ja, vor Olsen, yes, sehr schön. Ja, Garcia nur 11. hier. Naja, schade. Errungenschaft freigeschaltet, MXGP of Indonesia. Ja, nicht Polen, Indonesien, genau. Ja, genau, da war das erste Rennen auch gewonnen, sehr schön. Olsen war auch stark. Am Start, ne? Sehr schön. Ist das der Pokal oder was denn?
Ja, da haben wir doch von Garcia jetzt die Führung übernommen mit unserem sechsten Sieg. 624 Punkte, obwohl wir einmal ein Event ja versehentlicherweise gequittet haben. Sehr schön. So, ich muss leider eh schon weiter. Ja, Prestige bis 30, dauert es noch ein bisschen. Ich hoffe, wir kommen aber trotzdem mit dem MX dann am Ende des Tages. So, jetzt kommt dann die 13. Runde, glaube ich, oder? 13 von 18, genau. 18, 6, also müssten noch 12 Parts sein bis zum letzten Grand Prix, wenn ich mich jetzt verrechnet habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, das war's wieder, liebe MX-Freunde. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst mir doch ein Däumchen da, wenn ihr so nett seid, und dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Der kommt bestimmt, ich weiß nicht genau wann, aber er kommt, Freunde. Bis dann, ciao, ciao.